Toms Autowaschanlage. Was ist da denn los? Jerry und Marley scheinen jemanden zu beobachten. Wow! Wo ist Katie denn gerade hergekommen? Von der Brücke? Sieht so aus, als wäre Jerry jetzt an der Reihe. Wow, so hat sie das also gemacht. Für dich wird das ein leichtes sein, Marley. Fantastisch. Er ist einfach über sie hinweggesprungen. Oh oh, was war denn das? Oh nein, Marley, schau dir an, wie du aussiehst. Du brauchst eine Wäsche. Dir ist es egal, ob du dreckig bist? Ich glaube, du brauchst sowieso Toms Hilfe. Da kannst du auch gleich zu seiner Autowaschanlage gehen. Hey, Tom! Tom! Marley hat Schwierigkeiten. Kannst du zur Brücke kommen? Ganz ruhig, Marley. Tom wird jeden Moment hier sein. Vielen Dank, dass du da bist, Tom. Wir sehen uns in der Waschanlage, Marley. Ob es dir gefällt oder nicht. Tom muss dieses Flusskraut entfernen, damit du wieder fahren kannst. Aber als erstes müssen wir dich abspülen, Marley. Was ist los? Du würdest lieber ein paar Hügel runterrasen? Glaub mir, dann wird dir das, was kommt, gut gefallen. Auf geht's, das ist eine Wasserrutsche. Hier kommt er auch schon. Hat das Spaß gemacht? Hab ich dir doch gesagt. Jetzt muss Tom dich von diesem Flusskraut befreien. Werfen wir einen Blick in die Zentrale. Hey Tom, bereit für die Flusskraut-OP? Na, das scheint doch ganz einfach zu gehen. Wie sieht's aus, Tom? Das Flussgras ist entfernt, aber du bist immer noch mit Schleim bedeckt? Tut mir leid, Marley, aber bevor wir dich hier rauslassen, musst du ein Bad nehmen. Du bleibst hier und Tom bereitet alles vor. Das sieht entspannend aus. Zeit, Marley zu holen. Ach du liebe Güte. Hier kommt ein sehr unglücklicher Monster-Truck. Hey, du lächelst ja. Sieht so aus, als würde es dir gefallen zu baden. Also, nimm dir Zeit. Da ist eine Menge Schleim, der runter muss. Marley, du musst jetzt rauskommen. Ach, du willst in der Wanne bleiben? Entschuldige, aber Tom hat nach dir noch einen Kunden. Vielleicht heitert dich die Trocknung ja ein bisschen auf, bevor du los musst.
Tom sagt, du kannst jetzt zurück zu deinen Freunden und ihnen noch ein paar Tricks zeigen. Also, es gibt für alles ein erstes Mal. Wer hätte auch gedacht, dass ausgerechnet du, Marley, es mal genießt, sauber zu sein? Gute Arbeit, Tom. Du hast Marley nicht nur sauber gekriegt, sondern auch noch geschafft, dass ihm das Baden gefällt. Toms Autowaschanlage. Es sieht so aus, als wäre auf der Baustelle gerade eine Lieferung angekommen. Warte, Francis, pass auf! Da ist ein Stein hinter dir! Oh nein! Der Kasten war voll mit Farbenpuder. Da hast du aber mal ordentlich Farbe aufgelegt, Francis. Keine Sorge, Tom und seine Autowaschanlage werden deine natürliche Schönheit schnell wiederherstellen. Hallo Tom. Francis ist gestolpert und hat einen Kasten mit Farbenpuder über sich verschüttet. Er hat recht. Du siehst wirklich wie ein Hippie aus, Francis. Das wird eine ganz schöne Sauerei. Aber wir müssen mit den Wasserstrahlen anfangen, bevor wir Francis waschen können. Dann fangen wir mit dem Spaß mal an. Du bist immer noch eine ziemliche Farbenpracht, Francis. Machen wir weiter im nächsten Raum? Wie willst du die Farbe runterkriegen, Tom? Seife? Schaumbad. Perfekt. Du meinst, das wird ein großer Spaß? Jetzt müssen sich die Walzen ans Werk machen. Ach du liebe Güte, du siehst wie Zuckerwatte aus, Francis. Du hast recht, das war wirklich spaßig. Jetzt müssen wir Francis wirklich sauber bekommen. Was meinst du, Tom? Ist Francis bereit für die Politur? Ja, du hast recht. Da klebt immer noch ein bisschen Farbe. Da muss noch mal ein Schwamm drüber. Wow, du siehst nagelneu aus, Francis. Bereit zum Abspülen und Trocknen? Die Trocknung ist ein bisschen zu heiß für dich, Francis?
Du veränderst schon wieder deine Farbe. Mm. Tom, kannst du die Trocknung ein bisschen runterfahren? Jetzt siehst du wieder normal aus. Zeit, zurück zur Baustelle zu fahren, damit du die restlichen Kästen abladen kannst. Vielen Dank, dass du Francis so gründlich gewaschen hast und dass es so einen großen Spaß gemacht hat. Und auch an dich einen Dank, Francis, dass wir so herrlich über deine bunten Blasen lachen konnten. Bis zum nächsten Mal, wir sehen uns!